Das Jahr 2017 war von Rohbauarbeiten für das neue Bauhausmuseum geprägt. Wie im Hintergrund unschwer zu erkennen ist, ist der Rohbau inzwischen fast fertiggestellt. Wir haben ein provisorisches Dach momentan errichtet. Das dient momentan eigentlich dazu, um das dritte Obergeschoss installieren zu können. Das heißt, wir brauchen Wetterschutz, um die Arbeiten dort durchführen zu können. Ein Richtfest wird üblicherweise gefeiert, um den Handwerkern für ihr Werk zu danken. Traditionell wird das Gebäude mit einem Richtkranz geschmückt. Auch am 30.11. werden wir einen Richtkranz an dem Gebäude am Kran nach oben ziehen. Es wird einen Richtspruch geben, der wird von den Handwerkern ausgebracht und dankt Bauherr, Architekt und spricht Gottes Segen auf das Gebäude aus. Alternativ wird sich der Bauherr auch bedanken bei den Handwerkern und einen Richtschmaus allen zukommen lassen. Beim Richtfest wird üblicherweise der letzte Nagel in den Sparren durch den Bauherr eingeschlagen. Wir haben hier keinen Dachstuhl, wo man einen Sparren hätte, in dem man einen Nagel einschlagen könnte. Aber auch hier wird der Bauherr den Nagel einschlagen in einer symbolischen Art und Weise, was am 30.11. dann sicher eine Überraschung sein wird.